In diesem Video werde ich euch jetzt den Stepper und den Performer in Massive erklären. Und die beiden findet ihr hier, wenn ihr in der LFO-Rubrik oben rechts mal auf dieses LFO-Feldchen klickt, dann seht ihr hier, okay, wir haben hier noch einen Performer und einen Stepper. Und hier handelt es sich jeweils um einen Step-Sequencer. Also Step-Sequencer, das bedeutet, man kann den Ton Step-by-Step modulieren. Und bei dem Performer geht es ja eigentlich nur darum, dass man hier pro Step sozusagen Hüllkurven hat. Und hier können wir jetzt unter Load Curve dann verschiedene Hüllkurven auswählen. Und damit kann man ziemlich interessante Sachen machen. Ich werde euch das nämlich jetzt mal demonstrieren, indem wir jetzt ein Drum Kit programmieren. Und jetzt erstmal, was man hier eigentlich so alles an Funktionen hat. Also bei dem Performer sieht man erstmal hier oben rechts, man hat hier 16 Steps und man kann für jeden Step eine Hüllkurve auswählen. Dann hat man hier diesen, genau, hier hat man hier erstmal den Amplifier-Regler, womit man den Performer an- bzw. ausstellen kann. Dann hat man hier X-Fade-Sequencer, das heißt einfach nur, dass wir jetzt hier sagen, er hört auf die obere Seite der Hüllkurven und hier hört er jetzt auf die untere Seite der Hüllkurven. Dann haben wir hier noch Rate, damit können wir die Geschwindigkeit einstellen. Und ich werde jetzt erstmal dem Performer sagen, er soll die Tonhöhe ein wenig modulieren. Und dann hört ihr auf jeden Fall schon genau, was er eigentlich macht. Man hört ziemlich deutlich, dass der Ton immer sofort bei der höchsten Tonlage anfängt und dann sofort zur niedrigsten Tonlage abfällt. Also die höchste ist ja hier plus 11 und die niedrigste ist dann halt minus 11, also ist er bei 0. Und wir können die Geschwindigkeit jetzt auch noch an einem festen Raster einstellen, denn das hier ist ja sozusagen eine freie Geschwindigkeit. Mit zigtausend erdenklichen Zwischenstufen. Jetzt, wenn ihr auf den Sync-Button klicken, dann haben wir hier auf einmal ein festes Verhältnis. Dieses 1 zu 16 Verhältnis, das heißt eigentlich nur, dass es 16 Steps pro Takt gibt. Also für einen Takt unterteilt er den Ton in 16 Steps. Und wenn ich jetzt hier mal einfach auf Play drücke, hört man erstmal das Metronom. 1, 2, 3, 4. Und wenn ich jetzt eine Taste anschlage, müsste er rein theoretisch 16, also in einem Takt 16 mal die Tonhöhe verändern. Genau. So, und dann haben wir hier unten noch die schönen Blinkdinger. Damit kann man Folgendes machen, und zwar man kann ja hier jetzt erstmal zwischen diesen beiden oberen Reihen switchen. Und diese Lämpchen sagen eigentlich nur, okay, es ist die obere Reihe aktiviert und hier sind die Lämpchen aus, das heißt, dass hier die untere Reihe aktiviert ist. Und wenn ich jetzt die obere Reihe nehme und dann hier ab und zu mal diese kleinen Lämpchen einschalte, dann switcht er sozusagen in dem Moment, wenn er bei diesem Step angelangt ist, switcht er von der Hüllkurve zu der Hüllkurve. So kann man dann währenddessen nochmal zwischen den Hüllkurven ein bisschen rumswitchen und im umgekehrten Fall sieht es halt genauso aus. Da muss man nur umdenken, da hier die Lampen aus sind, muss man dann auch hier sozusagen die Lampen ausschalten, damit der reagiert. Das ist eine ganz gute Sache, so ist man nämlich noch ein bisschen flexibel. Okay, dann lass uns mal ein Drumkit programmieren. Also für das Drumkit hatte ich ja auch schon in den ersten Videos gesagt, wir brauchen nur eine perkussive Hüllkurve, indem wir uns erstmal so eine Bassdrum generieren. Na, perkussive Hüllkurven haben wir hier massig, deswegen sage ich jetzt erstmal, okay, er soll hier die Tonhöhe modulieren und zwar bis plus 48 und den schalte ich auf minus 48. Dann hört sich das schon so an. Nehme ich mal eine andere Wellenform. Das kann man ja erstmal gelten lassen. So, für ein Drumkit brauchen wir auf jeden Fall auch noch Hi-Hat und Snare. Und wir haben hier unten ja diesen Noise-Generator und der ist prädestiniert dafür, dass man ihn mit dem Performer ein wenig moduliert. Deswegen mache ich jetzt erstmal einen neuen Performer, sage, okay, er soll hier die Amplifier regeln.
Dann schalte ich ihn auch wieder auf ein 16-Verhältnis. Und was eine ganz coole Sache ist, auf Load Curve hat man hier verschiedene Hüllkurven. Und ich will jetzt eine Snare. Eine Snare ist ja einfach sozusagen ein peitschendes Geräusch. Und das könnte ich hier zum Beispiel hier einfach mit diesem horizontalen Balken erzielen, indem ich sage, hier soll bei 15 und bei 13 einmal raufhauen. Dann kann man hier ein bisschen Feintuning einstellen. Und dann kann man hier auch nochmal verschiedene Noise-Generatoren wählen. Und der Metallic, der hört sich eigentlich mal ganz gut an für so synthetische Hi-Hat-Snare-Sachen. Das geht ja erstmal klar. Und jetzt will ich noch einen Bass dazu machen. Und bei dem Bass möchte ich jetzt, dass er von dem Performer, von dem Noise-Generator moduliert wird. So fügt sich der Bass nämlich schön in das Gesamtbild ein. Und zwar für den Bass brauche ich ja erstmal wieder eine etwas geringere Tonhöhe. Dann jage ich ihn noch durch den Depth-Filter. Und jetzt könnte ich ihm noch so ein paar Akzente setzen. Und ich habe ja hier noch den Performer, der die Bassdrum steuert. Und ich könnte ja sagen, dass immer dann, wenn die Bassdrum schlägt, dass auch dann hier in die Resonanz ein bisschen nach oben geht. Und meinetwegen irgendwie noch hier, dass er dann eine andere Wellenform nehmen soll. Das hört sich dann noch ein bisschen dynamischer an. Und wir haben hier jetzt noch diesen Color-Parameter. Das könnten wir jetzt auch noch von der Bassdrum sozusagen triggern lassen. Also wie ihr seht, mit dem Performer kann man eigentlich ziemlich geile Sachen machen. Allein, dass man in Massive mal eben so ein Drumkit machen kann, das hat mich am Anfang persönlich umgehauen. Also ich fand das total geil. Vor allem kann man so einfach schnell Ideen irgendwie umsetzen. Denn wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen coolen Beat im Kopf hat, kann man in Massive mal eben so eine Bassdrum generieren, dann mal eben einen Bass und dann halt so einen pseudomäßigen Hi-Hat-Snare. Also zum Ideen festhalten finde ich das eigentlich eine ziemlich geile Möglichkeit.